Hast du selber immer noch Angst vor diesem Fall, dass dir das auch passieren könnte? Total. Das ist ein, also mich hat ja mal ein Journalist gefragt, nachdem er auch das Buch gelesen hat, ob ich nämlich die Kindheit, die ich hatte, die ich ja über alles lobe, mit all den Schicksalsschlägen, die es gab, meinen Kindern auch ermöglichen will, nur ohne das, ohne die Schicksalsschläge. Und es ist tatsächlich mein, ich habe das erst dann gecheckt. Ja, ja. Ich dachte, stimmt, genau, ich nehme keine Drogen, ich habe noch nie geraucht, ich habe noch nie gekifft, ich trinke Alkohol, wahrscheinlich auch zu oft, bin aber nie, es geht nicht darum, mich zu betrinken, sondern einfach als Genussmittel, das sagen viele, na klar, aber dann bin ich super, super vorsichtig, was Finanzen angeht. Also ich kenne Menschen, die so leben oder das machen, was ich mache und ganz anders leben. Mhm. Ich würde trotzdem sagen, haben wir ein unglaublich privilegiertes Leben, ganz ohne Zweifel, ganz, ganz ohne Zweifel. Trotzdem ist das natürlich, schwingt das alles mit. Oder dass sich Menschen, die alkoholisiert auf mich zukommen, super, super schnell ganz distanziert bin, dass ich einen siebten Sinn dafür entwickelt habe, wenn jemand nicht bei Sinn ist, also im Sinne von in irgendeiner Form stoned ist oder so, dann nehme ich sofort Abstand. Also es sind so viele Sachen, auf die ich hätte auch gerne verzichten können. Also Qualitäten, die ich jetzt habe, die brauche ich eigentlich nicht, aber sie sind natürlich da, weil man als Kind dann damit aufwächst. Ja. Ich habe sogar gedacht,